Es war schon eine blamable Leistung, die wir heute abgeliefert haben. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wenn du nach einer Minute schon auf Abseits spielst, dann auf Glück hast, dass der Ralf die erste Aktion gleich unterbindet und dann im Eckball 10 Sekunden später schon 1-0 hinten liegst, haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in der ersten Halbzeit. Wir haben Angsthasenfußball gespielt und dann kommt so ein Ergebnis zustande und es war einfach eine enttäuschende Leistung, die wir heute geboten haben. Wir haben unglaublich viele Ballverluste gehabt, unnötige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, ganz einfache Fehler gemacht, die dann natürlich verständlicherweise den Unmut auf der Tribüne auch verstärkt haben. Natürlich merkt das eine Mannschaft wie Chelsea auch, die dann, wo die Brust immer größer wird. Das sind alles Dinge, die in der ersten Halbzeit total schief gelaufen sind und dann ja, geht man in die Halbzeit und liegt 0-3 zurück. Wir haben sehr frühes 1-0 erzielt. Dann die Zuschauer wurden ein bisschen unruhig, Schalke waren ein bisschen verunsichert und dann haben wir es einfach auch gut gemacht. Und mit unserer Qualität ist es dann auch eben auch schwer für Schalke. Und dann haben wir es gut ausgespielt, die Tore gemacht und hochverdient gewonnen. Jetzt sind wir abhängig von dem Ergebnis. Dann Chelsea zu Hause spielt gegen Lissabon. Wir müssen erstmal in Maribor gewinnen, aber mit so einer Leistung wie heute brauchen wir nicht über irgendwas nachzudenken, sondern da müssen wir tunlichst schnell was ändern.